die Erwartungen, die es, wie soll ich sagen, das ist eigentlich jedes Jahr das gleiche Spiel. Ich setze mir da keine bestimmten Erwartungen klar. Mit Antonio, voriges Jahr Vize-Europameister und im Jahr davor Europameister, ganz klar, dass wir da wieder den Titel anstreben wollen. Wir haben dieses Jahr auf unserem Auto den Dominique Lachaise, der ja auch in der Vergangenheit schon für uns gefahren ist. Da wollen wir mal schauen, dass wir zumindest vielleicht unter die ersten 5 oder 6 reinkommen. Das wird sich zeigen. Aber man sollte die Erwartungen nicht zu hoch schrauben am Anfang. Wir konnten leider dieses Jahr mit Uwe Nittl nicht fahren, weil es aus terminlichen Gründen einfach nicht zu machen war und der Uwe andere Verpflichtungen noch hatte. Und irgendwie denkt man dann automatisch nach, welche Fahrer man gut kennt und mit denen man schon zusammengearbeitet hat. Aber wie gesagt, Dominik hat bei uns ja schon in 2 Saisons ein drittes Auto zumindest teilweise bewegt und es hat gut funktioniert. Und so kam es da jetzt.